Und hast du die Präsidentin gefunden? Bommel, was machst du da? Was machen diese Typen bei dir? Ja, sag ich, aber die Nase von euch. Raus damit, wo hättet ihr sie gefunden? Als wir das euch erzählen. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nie so weit schaffen. Ich kriege so kaum Luft. So kriegst du aus. In den Spiegel gelangt man nämlich nur, wenn man die Schalter im ersten Stock mit den richtigen Schlüsselkarten aktiviert. Boah, ich pfeife hier aus dem letzten Loch. Bommel hat da seinen Spaß. Wenn selbst jemand wie ich merkt, wie selten dumm ihr beide seid. Du treibst dich ja immer noch hier rum. Beeil dich, lieber, du Rotznase. Dir läuft die Zeit davon. So viele Idioten hier auf einem Fleck. Wer seid ihr denn, ihr beiden Clowns? Was geht denn hier ab? Von Idioten umzingelt, oder was? Sieh hin an, wenn das nicht Adrian ist, der alte Prahlhans. Das Kompliment gebe ich gern zurück, Mark. Schließlich bist du gegen mich gnadenlos untergegangen, oder etwa nicht? Ha, eine Welt, in der ich gegen dich verliere, muss erst noch erschaffen werden. Ist das so? Warum scheinen wir es nicht ein für alle Mal, hier und jetzt? Das kommt mir sehr gelegen. Der Sieger darf sich über das Schicksal Alolas entscheiden. Das wollte ich hören. Stehen geblieben, ihr Knirche. Denkt ihr wirklich, ihr könntet hier einfach so reinschneien und mit uns machen, was ihr wollt? Was geht? Ja, da sind sie verschwunden. Und hops, weg sind sie. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Die beiden gehören mir. Geh du in den ersten Stock und kümmere dich um den Rest. Dankeschön, dass ich auch mal weiter kann. So, jetzt haben wir hier wieder rechts und links. Sollen wir uns wieder entscheiden? Ja, links natürlich. Wir gehen links lang. Links, rechts, links, rechts, links, rechts und so weiter. Auf geht's. Yippie-yay. Juhu. Okay, da schlendert ein Rüpel herum. Wir können ihn überwinden. Oh, ein Schalterrätsel. Nein, ein Warpfeldteil-Dingens. Egal. Ich lasse hier jemanden dann von meinem nicht mal ein lausiges kleines Rutz. Okay. Na dann, freue ich mich auf einen spannenden Kampf. Wenn du mich nicht vorbeilassen willst, das muss ja wohl spannend werden. Joa, da haben wir ein Alpolo. Ich dachte, er zückt jetzt einen Ratzfratz. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ja, vielleicht können wir mal ein anderes Teammitglied an die Spitze stellen. Ich will jetzt nicht immer mit Galoppa hier die Team Rocket Pokémon alle machen müssen. Das wäre dann auch nicht das Stärkste und... Na doch, das Stärkste wäre es schon immer. Nur das Tollste ist es dann doch nicht. Ist ja gar nicht spannend. Zu denen haben wir besiegt. Rückstoß für Galoppa. Steve Erich Level 59. Besiegt und weiter geht's. So, wenn ich jetzt darauf stelle, komme ich wieder hier ran. Also stelle ich mich hier drauf. So, zack, zack, zack. Und dann bin ich hier. Okay, ja, ich könnte auch irgendwie ans Item kommen, aber ja, hier geht's weiter. So, weitere Rätsel. Man muss das mit den Augen ein bisschen verfolgen. Da gleite ich dann nach rechts. Dann nach links, dann wieder runter. Das ist eine Sackgasse. Ich kann es mal demonstrieren. Und das läuft dann so. Jo.
Hier ist dann, ja, da bin ich dort drüben. Und genau da will ich hin. Und dann fliege ich da runter. Das heißt, ich muss jetzt mal auf das hier gehen. Ja, das könnte klappen. Nein, könnte nicht klappen. Fail. So, hier, das klappt. Dann das hier. Könnte das klappen? Ja, gerade so, okay. Und jetzt hier lang. Na, so schwer sind sie nicht. Die Rätsel sind nicht unlösbar. Oha, es sind aber viele Platten. Ja, okay. Das geht wieder zurück. Und das geht so links. Das geht so links. Okay, da sieht man den Rest des Raums. Okay. Das führt im Kreis. Wie wäre es denn hier lang? Ja, das führt wieder zurück. Ja, nice. Mal schauen, ob wir uns hier irgendwie zurechtfinden. Ja, das sieht doch schon mal schlecht aus. Wieder am Anfang. Ja. Hier vielleicht drauf, auf den hier. So, sind wir hier in der Mitte. Und weitere? Nein, das sieht nicht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Rein in den Teleporter. Und schon sind wir da. Das geht ja schnell. Das ging ja sehr schnell hier heute. Supertank gefunden. Wird hier ein kürzer Part oder was? Soll mir nur recht sein. Von den ganzen Getränken brummt dir doch bestimmt jetzt schon die Birne. Eine gute Gelegenheit, dich zu einem absolut fairen Kampf herauszufordern. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich so fair ist. Immerhin ist mein Team ziemlich stark. Und du hast nur ein schwaches Rocket-Pokémon. Ich würde es nicht wirklich als fair bezeichnen. Aber wenn du meinst, es sei fair, dann ja, her mit deinem Pokémon. So, Galoppa wird jetzt mal ausgetauscht. Höchste Eisenbahn hier. Da kann mal Pikachu. Ja, da kann man dagegen kämpfen. Kann man sein Bestes geben, damit es mal ein bisschen spannender wird. Pika Pikachu! So sieht's aus. Psychokinese. Ja, das ist unter Umständen spannend. Stromstoß. Ja, okay. Viel Spannung ist aber auch nichts drin. Ist ja klar, dass Pikachu jetzt besiegt ist. Rückstoß, ja, stimmt, da war ja was. Ja, check. Du bist am Zug. Wie wäre es denn mit dir? Eisenschädel. Na komm, lass dich nicht so einfach besiegen. Du bist ein ganzes Mauerwerk. Mauramura. Ja, wir haben was geschafft. Chuck hat dann doch etwas standgehalten. Chuck erreicht Level 62. Ist jetzt gleich auf mit Pikachu, wenn es mich nicht täuscht. Hat dich das Ganze gedreht, denn kein bisschen ausgedruckt? Nö, ich bin schwindelfrei. Ich halte das aus. Ich sitze gleich noch drauf. Deine Grenzen wird es dir schon noch vergehen. Zweiter Kampf. Zwei Leibwächter immer für einen Boss. Ja. Sind der gute Leibwächter. Na dann, hau raus. Team Rainbow Rocket Rüpel setzt Arbok ein. Ist doch Arbok, oder? Ich hab's nicht ganz gelesen. Ein Galoppa. Ein Arbok, ja genau, es ist ein Arbok. Warum sollte es dann auch keins sein? So, Pokémon-Wechsel. Steve. Wollen wir mal Steve einsetzen. Kann der mal zeigen, was er kann. Muss Steve. Ich habe auch keine Angst um mein Pokémon-Team. Wieso auch? Bisher hat das immer sehr gut geklappt. In den Kämpfen. Auch gegen die Bosse. Die waren bisher nicht so schwer. Nitro-Ladung. Vielleicht bringt das etwas. Na komm. Sitz ein. Steve. Ein Bautz. Nein, ein Bautz ist es nicht. Es ist ein Steve. Ein Tourkanon. Aber es geht trotzdem hin. Es macht voller Bounce. Hier das Arbok kaputt. Es bounzt das Arbok in den Tod.
Jo, nochmal Nitro-Ladung. Wollen wir das nochmal versuchen? Mülltreffer. Von hier aus. Ja, nice. Volle Möhre. Und weiter geht's. Nochmal Bohrschnabel. Steve kriegt's irgendwie hin. Mülltreffer. Ja, okay. Steve wurde besiegt. Und dann ist Chuck jetzt an der Reihe. Es sind immer noch zwei Pokémon im Team. Des Rüpels. Im Team des Rüpels. Jo. Mal schauen, wie lange wir hier brauchen. Paralysiert. Ja, Paralyse ist nicht rasch das Beste. Gibt effektiveres. Nicht effektiveres, aber praktischeres für mich. Ich rede auch wieder scheiße hier. Na komm, setz ein. Felswurf. Setz dem Ganzen ein Ende. Dem Arbok-Kampf. Dem Ganzen noch nicht, aber erstmal dem Arbok-Kampf. So, bisschen Boost von Chuck wirkt. Golbat wird als nächstes eingesetzt. Ach, das Golbat kriegen wir auch noch hin. Und das kleine Golbat. Daran wird es jetzt nicht scheitern. So, Felswurf soll sehr effektiv sein. Dann mach mal. Luftschnitt. Wie ein Muramura. Ist klar. Felswurf. Ultra Bestie versus Golbat. Mal sehen, noch was draus wird. Viel wird's draus. So, da haben wir den Rüpel besiegt. Den letzten Leibwächter von dem nächsten Boss. Ich weiß schon, wer es ist. Ihr wisst es auch schon, weil es im Thumbnail und im Titel zu lesen ist. Also, ja, auf geht's. Du bist die Lebenskraft in Person. Zwangfee gewinnt 1900 und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rüpel hervor. Und weiter, würde ich sagen, durch die Tür zum nächsten Boss-Battle. Und wen haben wir da? Einen alten Bekannten. Den lieben Cyrus vom Team Galaktik. Und du bist... Du siehst nicht aus, als würdest du zu Team Rainbow gehören. Mein Name ist Cyrus. Ich möchte dich etwas fragen. Diese Welt, in der ich mich befinde, ist das eine neue Welt? Wahrscheinlich eher nicht. Ich spüre Emotionen in dir. Dein Herz sehnt sich danach, etwas oder jemand zu beschützen. Aha, ist das so? Dann ist auch diese Welt nicht der Ort, nach dem ich suche. Mit Hilfe der Kräfte jener Pokémon, die über Zeit und Raum gebieten, habe ich bereits eine vollendete Welt erschaffen. In dieser Welt schweigt das Herz. Es existieren keine Emotionen. Doch dann wurde ich von einem gigantischen Schatten verschlungen und hierher gebracht. Darf ich fragen, was für ein Pokédex du da bei dir trägst? Was hast du mit mir gebracht? In dieser Welt steckt also selbst in einem Pokédex ein Pokémon? Das ist äußerst interessant. Ich bin da, um Pokémon-Trainer auf ihrer Reise zur Seite zu stehen. Der Rotomus Pokédex. Sogar du wirst also von Emotionen gesteuert. Doch das alles kommt zu spät. Was ich in Bewegung gesetzt habe, lässt sich nicht mehr aufhalten. Ob in dieser Welt oder in anderen. Ich werde unvollendete, wankelmütige Herzen wie deines von ihrem Antlitz tilgen und sie so vollkommen werden lassen. Aber erstmal werde ich dich in einem Kampf, in einem Boss-Battle aufhalten.
wie töricht. Ich kenne die Wahrheit und lasse nicht zu, dass sich jemand in den Weg stellt. Jung, Bosskampf gegen einen alten Bekannten. Einen wahrhaft alten Bekannten. Team Galactic Cyrus fordert dich heraus. Ja, so schaut's aus. Mein erster Boss-Gegner, mein erstes Boss-Battle, das ich überhaupt begangen habe, war gegen Cyrus. Ja, meine erste Pokémon-Edition, die ich überhaupt gespielt habe. Nicht mein erstes Let's Play. Mein erstes Let's Play ist was anderes. Aber der liebe Cyrus, der war in Pokémon Diamant mein erster Gegner und erster Boss mit Team Galactic. Meine erste Bösewichtsorganisation. Ja, Hoodie, vielleicht kann Hoodie da ein bisschen was ausrichten. Liebe Grüße für eine Figur aus meiner Kindheit. Ja, in der Tat. Auch Kramchef. Oh ja, das war sein Team. Hundemann und Kramchef. Und noch weitere. Aber unbedingt. Das kennt man doch. Laubklinge. Ach ja. Jetzt holt mich meine Kindheit wieder ein. Pokémon Diamant. So war das. Tja. Die liebe Kindheit. Ich habe erst relativ spät angefangen, überhaupt Pokémon zu spielen. Also überhaupt erst mit Technik oder generell mit Konsolen zu spielen. Ich habe halt in meiner Kindheit wirklich noch draußen gespielt. Auf der Straße. Hab mit Steinchen und mit der Natur gespielt. Das heißt, ich hatte durchaus, also wenn ich mit 4-5 Jahren eine Konsole in die Hand gedrückt bekommen hätte von meinen Eltern, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das nicht bekommen habe. Meine Kindheit verlief super. Dann hätte ich durchaus, ja, also zweite Generation hätte ich durchaus noch mitbekommen können. Ich glaube, das ist realistisch. Spätestens die dritte Generation hätte ich gut. Zweite, dritte Generation, das hätte ich gespielt. Aber da ich halt auch erst relativ spät überhaupt erst eine Konsole in die Hand bekommen habe, das war, als Pokémon Diamant eigentlich schon relativ alt war, also ich glaube, so zum Release von Pokémon Platin habe ich dann den DS Lite in die Hand gedrückt bekommen mit Pokémon Diamant. Und dann war das meine erste Generation, die ich gespielt habe von Pokémon. Ich habe mich natürlich sofort in diese Saga, in diese Geschichte verliebt und ja. Ist halt meine Leidenschaft geworden. So viel dazu. Vielleicht kriegen wir es mit Necrozma nochmal besiegt hier. Das Snibuna. Au, Snibuna. Das war auch ein schweres Stück Snibuna. Bei Team Galactics Boss Cyrus zu besiegen. Ja, in der Tat. Das war damals ein schwerer Kampf. Necrozma wurde besiegt. Ich muss auf mein Team aufpassen. Ich hätte da nur noch Galoppa. Und 3 Pokémon sind im gegnerischen Team. Das Nibuna, das werden wir hier besiegen können. Am besten Schlagbohrer. Na komm, Galoppa wird's hinkriegen. Mach's alle. Das Nibuna besiegt. Das hat in Pokémon Diamant deutlich länger gedauert. Ein X-Bad. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Muss ja. Sturmstoß. So X-Bad besiegt. Und wer wird das letzte Pokémon sein? Wer oder was? Das letzte Pokémon. Palkia! Okay, nicht Diamant. Das ist Pokémon Platin. Nein, Quatsch. Pokémon Pearl. War das Pokémon Pearl? War das in dem Palkia das legendäre Pokémon war? Wie sieht's aus mit Nitro-Ladung? Können wir das legendäre Pokémon mit Nitro-Ladung besiegen? Nein! Oha! Doch ein etwas härterer Bocken.
nicht wie die anderen bisher. Sollte man nicht unterschätzen. Auwei. Sofa-Attacke. Autsch. Zeropa wurde besiegt. Da ich wirklich mal das Legi unterschätzt. So viel dazu. Wir sehen uns wieder, mein Lieber. Wir sehen uns wieder, Cyrus. Ich komme zurück. Ich komme wieder. Um mein Filmzitat auszusprechen. Na, aber sofort. So, dann nochmal die Treppe hinauf. Nochmal durch die ganzen Rätsel hindurch und auf zum Cyrus. So, Versuch Nummer raus. Tuo. Da wären wir wieder. Hello again. Ach, wieder dieselbe Rede hier. Müssen wir uns nicht nochmal komplett anhören. Skippen wir mal schnell. Cyrus, deine Rede kenne ich schon. Auf geht's. Ich will in den Kampf aufbrechen. Und will sehen, was du kannst. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich will sehen, was mein Team kann. Ja, der Rotom-Pokédex ist klar. Wir hatten ihn schon fast. Diesmal müssen wir besonnen kämpfen. Und wir kriegen Cyrus besiegt. Es wäre doch gelacht, wenn das nicht der Fall wäre. Den haben wir schon mal in Pokémon-Diamant besiegt. Also nicht wir. Also das habe ich nicht erst in das Play gemacht. Das habe ich schon mal besiegt. Damals. Schaffen wir jetzt hier in Pokémon Ultramond auch. Auf geht's. Team Galactic wird besiegt. Team Galactic bezwinge ich erneut. So, Hundemon. Hundemon. So ist ja richtig ausgesprochen werden. Necrozma. Okay, ich weiß nicht, ob das die weiseste Wahl ist, aber mit Juwelenkraft können wir bestimmt etwas ausrichten. Ja, okay, das sieht nicht sehr schön aus, aber das sieht schön aus. So, noch einmal Juwelenkraft. Komm halt aus. Halt aus. Ich wollte gerade C kommen sagen. Juwelenkraft, Necrozma. Na komm. Das ist so knapp, komm jetzt. Noch ein Stoß und dann ist es vorüber. Mist Aura. Das gilt leider für Hundemon auch. Hundemon. Ja, Necrozma ist jetzt hier nicht sehr groß und hat nicht so ein groß Durchhaltevermögen. Da müssen wir mit Chuck noch einmal ran. Mit Muramura. Auwei. Sieht ja schlimm aus. Außer Galoppa ist hier scheinbar niemand in der Lage, ordentlich was abzuliefern. Und das erst Cyrus. Es kommen noch zwei. Es kommen noch drei. Um genau zu sein. Aber zwei Vorbosse. Dann der große Boss. Snibuna. Wir kämpfen weiter. Ich verrate euch noch nicht, wer danach kommt. Ich weiß es natürlich schon. Ich habe mich spoilern lassen. Ich werde euch nicht spoilern. Nein. Chuck wurde besiegt. Ja gut. Haben wir schon einen besiegt. Da müssen wir wohl noch ein paar überleben. Die Snibuna müssen wir jetzt erstmal besiegen. Dann kommen noch weitere Cyrus-Pokémon. Eisenschweif soll effektiv sein. Komm, hau rein. Nicht du, Snibuna. Pikachu sollte reinhauen. Okay, Snibuna ist paralysiert. Okay, das ist schon mal eine schöne Nebenwirkung. Dann heilt Galoppa. Und was soll ich tun? Ist ja das effektivste Teammitglied. Nitroladung. Und es gehorcht mir mittlerweile. Also, auf geht's. Und ich muss mein Pokémon-Team aufheben für den Palkia-Kampf, weil da brauche ich es als Beleber- und Tränkesklaven. So, wie wär's denn mit Stromstoß? Auf Kramschäf. Das war's für Kramschäf. Kramschäf. Rückstoß. Oh, Rückstoß für Galoppa, das ist nicht gut. X-Band. Wir kämpfen natürlich weiter. Das geht jetzt hier ziemlich schnell, weil das X-Band, das kriegen wir auch noch besiegt. Und was machen wir mit Palkia? Das sollten wir ja nicht unterschätzen, das Palkia.
Rixbad mit einem Stoß in den Tod gestoßen. So, Palkia. Cyrus ist Palkia ein. Wir kämpfen weiter. Belieber uns Tränke einsetzen. So sieht's aus. So schaut's aus. Erzwinger von Palkia wirkt. Großartig. Schlagbohrer ist effektiv. Ja, was hier effektiv bedeutet. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Nicht schlecht. Ja, Surfer ist jetzt natürlich mies. Galoppa gegenüber. Man wusste nicht, dass Palkia jetzt hier so ein großes Wasser-Pokémon ist. Okay. Nur Steve. Du musst jetzt hier, glaube ich, einfach mal als Belebertante im Kampf stehen. Ich brauche mal einen Beleber. Auf Galoppa. Auch wenn Palkia Surfer hat, muss ich riskieren, dass der jetzt einfach mal kämpfen kann. Da sollte ich auch Necrozma setzen. Natürlich jetzt Ruski, Tiski. Wenn ich jetzt Galoppa belebe und der sofort wieder Surf einsetzt, da ist Galoppa jetzt natürlich am Arsch. Ganz offiziell am Arsch. Oh, was war denn das für eine Attacke? Legi-Attacke, wie es ausschaut. So, ich nehme noch einen Beleber und hau ihn auf Necrozma drauf. Das ist ja zumindest halb belebt. Ruinenschlag. Wenn ich richtig gelesen habe. Die Legi-Attacke. Und die wurde besiegt. Auwei. Okay. Necrozma hat auch nur effektive Attacken. Eieieiei. Au. Surfer hat viele AP. Riskant die Sache. Stromstoß. Komm, hau rinne, mach's alle. Nice. Haben wir's geschafft. Mal wieder einen Boss von einem Team zerhauen. Cyrus wurde besiegt. Verstehe. Du bist tatsächlich stark. Zwangfee gewinnt 18.760 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Galactic-Boss Cyrus hervor. Wie schaffst du es, zu deinen Pokémon eine solch emotionale Verbindung aufzubauen? Und wie gelingt es dir, aus dieser Verbindung Kraft zu schöpfen? Ich spreche den irgendwie nach dem Kampf anders als vorher. Aber was soll's? Verstehst du das? Nicht brrrt. Ist zu den Pokémon nicht brrrt. Der Rotom-Pokédex ist auf meiner Seite. Verstehe. Du kannst beruhigt sein, Rotom. Ich werde deine Welt verschonen. Es gibt bereits eine vollendete Welt, die meinen Idealen gerecht wird. Ich sollte zu ihr zurückkehren. Aber vorher möchte ich dir diesen Schlüssel hier überreichen. Den Kraftwerkschlüssel oder was? Den G-Schlüssel. Du erhältst das Item G-Schlüssel. G-Schlüssel wurde in deiner Basis-Items-Tasche verstaut. Du kannst damit die Maschine an der Wand hinter mir bedienen. Damit sollte sich die Spiegeltür öffnen lassen. Ich frage mich, ob alles anlaufen wäre, wenn diese schicksalshafte Begegnung mit dir früher stattgefunden hätte. Gewiss wäre das so gewesen. So, aktivieren wir den Kartenleser hier. Schlüssel verwenden. Ja, auf jeden Fall. Tatschak! Karte. Oha! Da funktioniert was wieder. Können wir mal unten nachgucken. Der G-Schlüssel ist kaputt gegangen. Wir brauchen ihn ja nicht erneut. Ja, kann ich mich einfach an den Platz setzen? Nein, kann ich nicht. Weiter geht's im Schloss von Team Rainbow Rocket. Unten in der Haupthalle. Nach rechts ausbrechen. Lassen Bromley jetzt mal hier in Ruhe. Und in Frieden. Wir gehen kurz mal das Team heilen bei Lily. Sofern sie noch dort ist. Und dann brechen wir nach rechts auf. Ja, ich würde nach rechts aufbrechen. Da würde ich auch noch gerne nochmal hingehen, bevor ich weiter durch die Spiegelhalle gehe. Machen wir das so.
Wir gehen weiter nach rechts.